Oha, ach so, ach da, hier jetzt so rum. Ah, okay. Und jetzt hier. Es ist ja hier durch die Sache geklettert und ein Hebel. Noble Sekrete, ein geheimer Hebel. Holde Narren und Marhalesen, ich präsentiere das geheime Geheimversteck. Elefantenversteck. Aber die beiden anderen sind weg. Okay, jetzt mal ernsthaft, Mac. Wie machst du das immer mit diesen Ach, egal. Es gibt wichtigere Geheimnisse zu lüften. Bleibt hinter mir. Oh, Schreck. Wow, das müssen Reste der verlassenen Mall sein. Mit Betonung auf verlassen. Genau, es ist niemand hier. Lasst uns gehen. Einen Moment noch. Seht ihr die Tunnel da? Das Wesen hat sie benutzt. Und das kann noch nicht lange her sein. Dann ist er vielleicht noch hier. Hurra. Oha. Ein Porzellanladen. Na toll. Elefant und Porzellanladen. Typisch. Gut, McConaughey. Der Ausschlag wird schwächer. Du solltest dich beeilen, wenn wir deinen Phantom-Elefanten noch schnappen wollen. Typisch. Kaum bekommt er Ausschlag, ist es plötzlich mein Phantom-Elefant. Tack. Hier ist es unheimlich. Unheimlich spannend, ja. Ein bisschen zu spannend für meinen Geschmack. Also ohne Waffe bleibe ich nicht alleine hier. Ja, wir sollten uns auch mal eine Waffe besorgen. Also los, ich gehe hier lang. McChronicle, du nimmst den anderen Weg. Und was ist mit mir? Die Wumme haben wir noch nicht bekommen. Wie denn? Allein? Das könnte ein Fehler sein. Wenigstens eine Waffe. Was denn für eine Waffe? Na, eine Waffe halt. Ich habe mich heute schon genug verprügeln lassen. Und die haben wir noch nicht. Das Elefantenversteck ist ein Porzellanladen. Was für ein pseudopoetischer Unfug. Bereit, Mac? Ich schon. Ich bleibe nicht ohne. Und wir müssen wahrscheinlich. Ja, wir müssen wahrscheinlich die Wumme besorgen. Bevor wir hier weitermachen können. Gut, haben wir irgendwo Kopfhörer, die wir für ihn verwenden können, damit sie die Musik spielen können und dann irgendwie. Vielleicht kommen wir dann irgendwie weiter. Kennen diesen Song? Ja, und warum spielt unser Hit Rudis? Oh, bitte, dieses. Hey! Kommt schon! Oh, bitte, dieses. Immer noch. Hey! Tja. Sie müssen wir wahrscheinlich auch noch mitspielen. Aber wie? Wir haben eine Scherbe. Mundspender? Ich fehle jetzt immer noch in einem Zapfhahn. Ah, ich weiß, wo wir hingehen können. Sekunde, wo wir vielleicht doch einen Zapfhahn herkriegen. Hier. Sei nicht so hart zu ihm. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Palim, palim. Störe ich zufällig? Nein, das hat Methode. Samt Handschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Keine Sorge. Und Raketen und Sprengstoff. Laden. Vorsichtig. Rufus im Sprengstoffladen. Ach du Scheiße. Das kann ja nicht gut enden. Ein Hahn. Ah, ein gut funktionierender Hahn. Den brauchen wir. Rufus, könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ach was. Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Wenn's sein muss. Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Obstinat? Vielleicht. Ich trinke keinen Brandbeschleuniger mehr. Es war zwar ein lustiger Abend, aber der Morgen danach war fürchterlich. Tja, den Hahn abschrauben. Rufus, du kannst doch nicht den Hahn vom Brandbeschleunigertank abmontieren.
Doch, das geht. Guck mal. Aber jetzt läuft alles ins Fundament. Oh wei, da verklang die Idee erst so gut. Aber kein Problem. Ich krieg das wieder hin. Hast du eine Fleck? Weißt du was? Lass es erstmal so. Ich bring das später in Ordnung. Du bist der Burner, Bernd. Gut, haben wir hier Feuer? Habt ihr mal Feuer? Du, Toni. Irgendwo ein Feuerzeug. Das nicht. Ach, wirklich? Genauso wenig, wie du meine Zahnpasta durch Schuhcreme ausgetauscht hast? Ach, das ist also Zahnpasta. Oder die Torte für die Schwinowitz-Hochzeit durch eine Bauschaumattrappe? Genau, so wenig. Und die Bärenfalle im Kühlschrank? War das auch jemand anderes? Nee, das war ich. Einer hier musste doch was gegen den mysteriösen Tortentauscher unternehmen. Und deine Theorie war, dass ein Bär nachts an unseren Kühlschrank geht. Und dass er dein Tagebuch an Wenzel verkauft hat, genau. Und an den Gläsern ist er bestimmt auch schuld, oder wie? Nein, nein, das war ja wirklich nicht ich. Sondern? Das war ein Elefant. Das war ein rosa Elefant. Oh, ich weiß nicht, was mich mehr enttäuscht. Dass du die Gläser kaputt gemacht hast? Oder dass du dir nicht einmal mehr Mühe mit deinen Ausreden gibst? Das ist alles McChronicles Schuld. Wer zum Grüll ist McChronicle? Ach, so ein Heini mit einer Zeitmaschine. Beneidenswert. Kannst du ihn bitten, die Zeit zurückzudrehen, damit ich mir diese dünne Lügengeschichte nicht anhören muss? Tuck sollte aufpassen. Du lässt einen Säufer auf meinen wertvollsten Besitz aufpassen? Ja, ich meine, er kennt sich doch mit Gläsern aus, oder? Oh. Den rosa Elefanten gibt es wirklich. Rufus? Ich sehe, du bemühst dich um Versöhnung. Aber diese Elefantengeschichte würde ich trotzdem für mich behalten. Du machst es nur schlimmer. Du machst doch echt. Nein, so aussehen. In Wahrheit nehme ich Anlauf. Die Gesellschaft. Genau. Woran? Dass meine Gläser kaputt gegangen sind? Ach, darum geht's hier. Ich dachte, wir reden über die niedrige Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen. Was? Was hast du dir selbst zuzuschreiben? Bitte? Was? Du hast richtig gehört. Wer kommt denn bitte schön auf die Idee, Kristallgläser als Pyramide mitten auf der Straße aufzubauen? Jetzt lenk nicht ab, Freundchen. Das ist genau. Stimmt aber irgendwie. Keine Entschuldigung wie, warum heißt es dann Flammkuchen? Oder bauen Sie die Grundschule auf Flammkuchen? Laden für Gartenwerkzeug? Habe ich mich auch schon nochmal gefragt. Schuldzuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das sie mit dir gemein haben. Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Das sind aber ziemlich viele Dialogoptionen. Das ist nicht das Schlimmste, was ich jemals angestellt habe. Das Problem ist auch nicht so sehr, was du diesmal gemacht hast, sondern, dass du es immer wieder tust. Ach, es geht wieder ums Prinzip. Einfach nie dazu. Und offensichtlich färbt es langsam auf mich ab. Auch ich mache immer wieder denselben Fehler. Zu denken, dass Latzhosen vorteilhaft für deine Figur sind. Dir zu verzeihen. Ach so. Tatsache ist, unsere Beziehung dreht sich im Kreis. Du drehst dich im Kreis. Ich hab dich mal für originell gehalten. Für jemanden, der einfach anders ist. Aber ab irgendeinem Punkt ist selbst das ständige Kaputtmachen von Dingen, die eigentlich funktionieren, auch einfach nur noch ein Ding, das, naja, das irgendwie funktioniert. Tja, So toll waren die Gläser nun auch wieder nicht. Du holst sie doch so gut wie niemals raus. Und ein bisschen trübe haben sie auch schon ausgesehen. Dasselbe lässt sich auch über deine Augäpfel sagen. Wenn ich die auch zerschmettern darf, red einfach weiter. Heißt das, du kommst nicht mit nach Elysium? Das wäre ich doch ohnehin nicht. Seit wir zusammen sind, ist die Erfolgsquote deiner hirnrissigen Pläne die einzige Konstante in meinem Leben. Eine glatte Null. Aber langsam vermisse ich meine alten Konstanten. Die Anzahl der eigenen Wände zum Beispiel. Ehemals 4. Oder die Stunden, die an einem Tag verstreichen, ohne dass die Küche brennt. Das waren mal 24. Jetzt bist du unfair. Du hast doch noch viele andere Konstanten. 5 Finger, 2 Beine, 2 Eltern. Okay, jetzt bekomme ich sogar ein wenig Angst. Da
Bernhard, sag doch auch mal was. Ihr Bernhard. Ich fürchte, da musst du alleine durch. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Stimmt. Was die hohe Kampfkunst der Versöhnungen anbetrifft, könnte ich eine komplette schwarze Gürteltierherde ausrotten. Zumindest bist du besser im Training als jeder andere, den ich kenne. Ja, interessant, dass der Burnout heißt. Und der Sprengstoffladen wartet. Diesmal nicht, Rufus. Ich habe es satt, für dich zum Bürgermeister zu gehen. Okay, wir haben einen Zapfhahn. Das Feuerzeug besorgen wir später noch. Und du willst in eine Rakete. Aber dafür haben wir noch kein Feuer. Ja. Nehmen wir aber erstmal mit. Tank. Bernhard hat endlich eine neue Lieferung bekommen. Warum hat er mir noch nicht Bescheid gesagt? Bernhard. Raus. Du solltest vielleicht lieber mit Toni reden. Ich möchte mir nicht wieder vorwerfen lassen, dass ich mich mit dir gegen sie... Ja, sie kann echt stressig sein. Zustand. Das hat sie von ihrer Mutter. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nicht, Schatz. Ich habe Rufus nur darauf hingewiesen, dass ich sein Verhalten dir gegenüber nicht gut heiße. Verräter. Verzeih mir, du weißt doch, wie sie ist. Ja, dann gehen wir mal raus. Wir haben jetzt immerhin einen Zapfhahn. Zur Kreuzung. Die anderen warten dort unten in der Klappe. Rudis Zahn-OP machen wir nachher noch. Ein Zapfhahn, ein Honigspender. Passt. So, sehr schön. Und ein Glas. Das ist auch so schon klebrig genug. Okay, ein Bart. Als hätte ich Lotti noch nicht genug Honig um den Bart geschmiert. Klebriger Bart. Na komm, hier, jetzt, Rattenjunge. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Hm. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Na, wie fühlt sich das an? Albern. Erwachsen, genau, finde ich auch. Also, nimm dich bitte auch entsprechend. Okay, können wir jetzt spielen? Hey, Wenzel. Hey, Rufus. Lust auf eine Partie Faulobst legen? Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Natürlich. Diesen erwachsenen Rattenmann hier. Das geht nicht. Das ist ein Spiel für Erwachsene. Ich bin erwachsen. Genau. Ach, der Sprecher wieder. Du vergisst, deine tiefen dass Stimme. Die ganze Zeit neben euch stand. Das ein ist Bart nicht macht nicht gleich eine tiefe Stimme. Was könnte männlicher sein, als einem Fremden den Bart zu klauen? Ich sage, er spielt mit. Das könnt ihr nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Hast du kürzlich in den Spiegel geguckt? Um ehrlich zu sein, hängt er ein wenig hoch. Ist ja schon gut. Er darf spielen. Oh, Junge. Ich meine... Oh, Mann. Auf die Plätze. Paul Obst bereit und legt. Was? Erklärung. Frucht platzieren. Angriff freigestellt. Paul Obst im Hirn. Ist das wie Diktator oder was? Aha, verstehe. Sehr gut. Kann man eigentlich nur noch verlieren. Oh, Frucht ist weg. Vielleicht hier noch eine hin, dann können wir hier vielleicht überkreuzen, wenn die eine weg ist. Verschwinden also auch wieder. So, in allen vier Enden. Wir haben einen Gewinner. Verdammt. Der Rattenmann hat seine kleinen Freunde. Vielleicht.
vielleicht auch. Ich fordere eine Revanche. Du weißt offenbar nicht, wann du aufhören musst. Ich kann dich immer wieder besiegen. Räum ruhig weiter, Captain Knusperzahn. Let's go. Na dann, noch. Auf die Plätze. Paul Obst bereit. Und das werden wir doch wohl gewinnen können. Legt. Ich glaube, es ist sinnvoll, vielleicht erstmal in der Mitte zu platzieren und dann hier. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das hinzukriegen. Wenn die Ratte dann hier was wegmacht, dann können wir hier Diagonale nutzen. So, und jetzt hier. Erstmal verhindern, dass der eine volle legt. Ach, verdammt. Jetzt hätten wir legen können. Jetzt wird der da. Ja, genau. Jetzt wird der da was hinlegen. Jetzt erstmal hier hin. So ein Mist. Jetzt sollten wir hier mal platzieren. Sehr schön. Ah, nicht so schön. Kann mich hier mal hinlegen. Zack, gewonnen. Ja, jetzt hat Rufus gewonnen. Abwarten. Ich verlange eine Revanche. Was? Vergiss es. Wenn ich mich recht entsinne, dürfen Kinder nämlich gar nicht am Spiel teilnehmen. Und zufällig weiß ich, dass ich hinter diesem zugegebenermaßen recht das Kostüm nur ein kleiner, hässlicher Junge versteckt. Hey. Tja, Regeln sind Regeln. Her mit dem Hauptgewinn. Hm. Upsi. Das war doch Absicht. Na, warte. Autsch. Aua. Die blöde Ratte hat mein Jagddiplom verschluckt. So ein Pech. Das war leider mein letztes. Pech? Wir müssen die Ratte sezieren. In jedem Fall schmunzelte der Rattenmann vielsagend. Seine Arbeit hier war getan. Wir brauchen das Jagddiplom. Dieses Monster hat mein Jagddiplom verputzt. Ja, warte. Wo ist das Brechmittel, wenn man es braucht? Brechmittel. Vielleicht kriegen wir das in der Kneipe oder so. Ich hab eine Ratte. Die Ratte hat mein Jagddiplom gefressen. Warum so geknickt? Du hast dein Jagddiplom benutzt, um eine Ratte zu fangen. Dafür ist es doch da. Und Kleintiere sind knifflig. Selbst Profis greifen da normalerweise zu Hochpräzisionsblasrohren. Wozu bräuchte ich noch mehr Beweise? Du bist ein waschechter Großjäger. Jetzt? Na klar, du kannst dir gerne jederzeit die Elefanten ausleihen. Wow. Genau das wollen wir. Danke. Und wenn das ich wir. Fertig bin, können wir uns Jagdgeschichten erzählen. Wir flechten uns Hasenpfoten ins Haar und zeigen uns unsere Jagdnerven. Ach, zu schade, da habe ich schon was vor. So, Wummer an mich nehmen. Kann ich dir die Elefantenbüchse ausleihen? Tja, jetzt, wo du auch ein Großwildjäger bist, klar, warum nicht? Aber sei vorsichtig mit dem... Zu spät. Du hast schon Ja gesagt. Gut, mit der Wumme können wir jetzt vielleicht hinunter. Können wir ihm die Wumme geben. Gefreiter Tack. Du bleibst hier und bewachst den Eingang. Ha, guter Versuch. Die Wumme ist ja gar nicht geladen. Ach, verdammt. Hätten Sie etwa einem Vorgesetzten Gefreiter? Das gibt 2 Wochen Küchendienst. Jetzt müssen wir die auch noch laden, oder was? Das Schwarzpulver in der Rakete könnte ich gut gebrauchen. Aber dafür müsste ich... Vielleicht... Damit bräuchte ich ewig, um das Schwarzpulver rauszuprökeln. Ich brauche etwas Schärferes. Eine Glasscherbe vielleicht. Ah, ja, sehr gut. Jetzt haben wir Schwarzpulver. Jetzt fehlt nur noch Munition und eine Möglichkeit, alles in den Lauf zu stopfen. Ach ja, ich weiß schon, was wir für... Ist die Munition vielleicht? Eine Schrotflinte lädt man ausschließlich mit so viel zum Thema...
Okay, jetzt brauchen wir noch Munition und wo wir was zum Stopfen herbekommen, weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie wir es herbekommen. Die Band spielt nicht für uns. Den Bügel. Vielleicht können wir irgendwie Knickerfolie mit Honig. Okay, Lotti, ich brauche nochmal den Bügel. Hey, Lotto! Du bist jetzt also... Wieso, was hab ich gesagt? Im Gegenteil. Genau genommen. Du, ne? Was? Oh! Es ist du, wenn du ein... Es wird... Es wird... Ja, also... Oberwalzer. Aber... Das brauchst aber... Leg... Diese hier. Sehr schön, haben wir den Bügel wieder. Können wir bestimmt was draus machen. Du hast... Ich leide. Was? Fällt. Deine Beine. Ich mach. Es ist nur nicht. Hätte ich. Lotto hat. Er hat Radsport. Deine Beine. Ich mach. Es ist nur nicht. Dann müssen wir ihm vielleicht Honig mitbringen. Ich finde die. Kannst du mir dein. Nicht so lange. Wobei ich. Na da. Gut, wo kriegen wir Kaltwachs her? Ja, Honig vielleicht, aber das ist wie, ja, wie denn was dann? Tja, also, Scherbe. Das ist auch so schon klebrig. Frühen Kartoffel, die braucht man nicht mehr wirklich. Ich verstehe zwar nicht, warum Leute einen Strohhalm benutzen, aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen geläufig. Jetzt können wir da irgendwie Kopfhörer draus basteln. Nur noch ein paar. Ach so, mit der Kartoffel, vielleicht können wir. Ich verstehe. Sekunde, dann müssen wir aber erstmal. Jetzt müssen wir die Kartoffel finden. Den Stromumkehrer brauchen wir dafür auch. Ach du Schreck. Und wie kommen wir an den Stromumkehrer ran? Blöd. Hey, Finger, das sind die. Hey, Helo, das gibt's noch nicht. Oh, danke. Tja, vielleicht. Höha, damit könnte ich ein prima Blasrohr basteln. Und was dann? Wenn ich ausreichend Zeit und Ruhe und endlich das Gefühl, vielleicht hätte ich doch nicht mitten in einem Knallgasschlot einschlafen sollen. Okay. Es bringt nichts. Das ist so ein Mist. Aber wo kriegen wir jetzt das Eis, um die Folienkartoffel zu holen? Au! Sir, ich muss ihn. So ein Mist. Den Jebot. Tja, der funktioniert ja noch nicht. Auch mit Glas drunter. Ich muss. Aber erst den Stromkehrer. Tja. Vielleicht können wir mit der Glasscherbe irgendwie was ausrichten. Ja, der braucht erstmal Knopfhörer, damit er was machen kann. Scherbe, eine Dartscheibe. Hilfsmittel um beim Dart. Dieses Schild ist der. Ich will. Aber was denn, wie jetzt, was, warum, wie denn sonst? Knickerfolie. Scheinbar brauchst du doch Hilfsmittel. Nicht nötig. In meinem Mann zumindest also nicht. Und.
Nee, das funktioniert nicht. Beim ersten Mal haben wir es so gut geschafft, jetzt wo es um was geht. Dieses Schild, ich will. Irgendwo anders drauf schießen. Kann ich das kurz aus? Saft pressen? Wieso? Das habe ich beachtet. Yes. Ja. Keine Spur. Ich glaube, Eder. Tja. Bin ich ausreichend Zeit und endlich das Gefühl in meine. Vielleicht hätte ich doch nicht mitten in. Okay, im Blasrohr kriegen wir daraus nicht. Ich verstehe, aber wie? Verstehe nicht. Ich brauche keine Hilfsmittel. Ach so ein Mist. Okay. Wir haben jetzt die Wumme, aber mit die müssen wir noch mit irgendwas nagen. Dafür brauchen wir hier die. Brauchen wir die Kartoffeln? Die Helmkartoffeln, um hier Flaschenbürste. Um daran anzukommen. Go, Rufus Gummiarm. Geht darum, während zu spielen. In meinem Zimmer habe ich tatsächlich Flaschen, denen bereits Haare wachsen. Da können wir nicht ran, während sie Pause machen. Tja. Also brauchen wir die Kopfhörer. Tja. Aber wie, aber wo, aber wann, aber was? Oh wei. Was sollen wir denn jetzt anstellen? Wir bauen die Kopfhörer für den Kollegen hier, um weiter voranzukommen. Zum Tunnel zurück. Gut. Nutze das Kneipe, ja, da kommen wir auch nicht weiter. Lotti. Hey, Lotto! Was heißt jetzt? Das heißt jetzt. Vielleicht sollten wir erstmal den Honig besorgen. Wo wir den herbekommen, weiß ich auch nicht. Na dann, wie geht's? Aber ist. Ach ja, hab. Scherbe auf den Grill legen, oder? Crashkurs Grillen für Grenzgänger. Zu schade, dass er gecrashed ist. Ich habe auch keinen Plan. Wachsschublade. Aha. Okay. Ui. Hey, was ist das? Was gibt es da zu lachen? Die habe ich noch nicht entdeckt. Im Gegenteil, du trägst es wie Wachs. So, Lotti, ich habe ja was für dich. Wachs. Vielleicht hilft das hier gegen deine Beinbehaarung. Und kriegen wir den Rasierer und was machen wir dann damit? Mit dem Rasierer? Oh wei. Diese Pein! Diese Agonie! Wenn du damit fertig bist, dich zu benehmen wie ein Mädchenpensionat, das geschlossen Pipi muss, kann ich deinen Rasierer ausborgen? Hier! Nimm! Ich brauche ihn nicht mehr! Zumindest nicht, bis ich meine Beine wieder. Ach schön. Jetzt haben wir einen Rasierer. Uah! Lady Shave. Mit Haaren drin. So, ich habe eine Idee. Da doch jemanden Bart, der will rasiert werden. Vielleicht. Rattenmann. Und jetzt stillhalten. Aber was hilft das weiter? Stopp! Na, wie fühlt sich das an, Rattenjunge? Was ist aus Rattenmann geworden? Das fragten sich viele. Er war nur kurz in der Stadt.
und er verschwand genauso leise, wie er gekommen war. Was hilft uns das? Aber sein kurzer Besuch hatte tiefe Nagespuren in ihren Herzen hinterlassen. Bienen. Sie sind ganz müde von der Aufregung. Sie haben sogar schon ihre kurzen Beinchen abgelegt. Die Bienen haben für heute genug gearbeitet. Können wir ihnen die Ach, als ob. Damit könnte ich ein prima Blasrohr basteln. Wenn ich ausreichend Zeit und Ruhe und endlich Ziele, weil vielleicht hätte. Also doch nicht, oder? Nicht nötig, in meinem zumindest also nicht. Aber wie? Also wir können damit kein Blasrohr machen. Oder was? Tja, damit geht's nicht und damit geht's auch nicht. Höha, damit könnte ich ein. Wenn ich ausreichend. Was genügend Zeit? Und endlich das Gefühl in meine Fingerkuppen zurückkäme. Vielleicht hätte ich doch nicht mitten in einem Knallgasschlot einschlafen sollen. Tja, also. Tja. Wir haben Bienen. Tja, Der hat uns ja schon die Ratte abgenommen. Vielleicht kann der jetzt die Biene. Wir haben eine Biene gefangen. Wir sind ein Profi. Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausweist, vielleicht? Nun, es erinnert mich schon an ein Hochpräzisionsblasrohr. Wie man es zur Kleinwildjagd benutzt. Und Elefanten. Kopfkatz. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten... Ja. Profis jagen kleine Tiere. Da braucht man schon sowas wie ein Profil. Leider sind mir aber die Pfeile und die Blasrohre. Und Blasrohr, Pfeil, Bienen. Blasrohr, Pfeil, Bienen. Okay. Und jetzt lass mal nachschauen, was du mir da gebracht hast. Ich hab das Zeug. Das sind gute Bienen. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Das siehst du es mir. Wenn du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Ich habe hier einen Pfeil und einen Strohhalm. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Sehr schön. Das ist ein ziemlich miserables Blasrohr, aber für einen begabten Großwildjäger würde es vielleicht ausreichen, sobald du mir den... Sehr schön. Ich habe hier noch einen Pfeil. Was soll das sein? Was ist das? Das ist genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Sehr schön. Hier hast du dein Blasrohr. Und jetzt... Viel Vergnügen damit. Okay, wir haben ein Blasrohr. Ah, vielleicht können wir damit jetzt hier Papp. Blasrohr, Dartscheibe. Autsch. Oh, naja, dann halt so. Und Strommutierer. Öha. Ach du Schande. Sound Drosselglied und Stromumkehrer. Und damit machen wir nächsten Part weiter. Beim Nebot. Und dann finden wir noch Munition für die Wumme. Das ist dann das nächste. Können vielleicht die Rakete benutzen. Die wir hier im Laden mitgenommen haben. Ach so, das ist der Schwarzbild. Das haben wir zu Schwarzpulver verarbeitet. So, hallo Nilbot. So, damit machen wir am nächsten Part weiter. Bis dann.